Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 für die PS1. Im letzten Part sind wir hier im Unterwasserreaktor von Junon bis zum U-Boot gelangt, mit dem die große Substanz abtransportiert wurde. Und wir schnappen uns jetzt hier ein eigenes U-Boot, um hinterher zu kommen. Nein, nein, das ist furchtbar! Wir haben nicht mehr viel Zeit, ich will nicht sterben. Es gibt so vieles, was ich noch tun muss. Bin ich einmal dazu gekommen, meinen speziellen Siegestanz in der Schlacht zu tanzen. Okay, dann soll dies dein erster Sieg sein. Na los, zeig's ihnen. Jawohl. Erinnere dich an deine letzten Übungen. Fang an. Jawohl. Bin wieder da. Ich bereue nichts. Zum Angriff. So, wir könnten sie jetzt gefangen nehmen. Aber von dem Hauptmann gibt es ein Item, was ich ganz gerne geklaut hätte. Deswegen machen wir es so. So, erstmal hier U-Boot-Crew, die sollte schnell wieder weg sein. Wie auch schon beim letzten Mal. Ich werde es demonstrieren. Ja, du wirst es demonstrieren. Ist klar. So, hier vom Kapitän. Kapitän, ich kann nicht mehr. Oh, der hält sogar noch was aus. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, schauen wir mal. Konnte nichts stehlen. Na gut, die Spezialpose. Na komm, bitte. Konnte nichts stehlen. Verdammt. Komm schon. Will ich das klaut und killt? Shinra Alpha, na bitte. Da haben wir es doch. Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, ich habe mir das Shinra Alpha hier nur einmal geklaut bisher. Ah, sie haben mich. Ja, deswegen, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine gute Ausrüstung ist. Aber schauen wir mal. Also Shinra Beta haben wir ja schon gesehen, ist Mist. Kann man vergessen. Aber das Shinra Alpha, wer weiß. Wer weiß. Hilfe, bitte, tut mir leid, ich halte das nicht mehr aus. Die Enge, das schwankende Motorenlärm. Was machen wir bloß? Jetzt haben wir ein U-Boot gestohlen und können es nicht steuern. Hey, es bewegt sich! Oh Mann, das ist übel! Klaut du doch was! Hey, du hast recht. Es geht mir wirklich ein bisschen besser, seit ich am Steuer bin. Bloß kein Stress, überlass alles nur mir. Okay. Erstmal trotzdem Ausrüstung gucken. Beta und wo ist der Shinra Alpha? Hier. Ist zumindest mal um einiges besser als der Shinra Beta. Aber nee, ich bleib beim Zauberarmband. So. Heilung. So. Na dann. Ja, und jetzt? Lesen wir mal das Betriebshandbuch, weil ich kenne die Steuerung nicht mehr wirklich. U-Boot-Betriebshandbuch. Ausgabe für Anfänger. Tastenbelegung. Nach oben abtauchen. Drehen links, drehen rechts. Auftauchen. Okay. Da ist Sonar, Torpedo und langsamer. Okay, das kriegen wir hin. So, die Mission. In diesem Moment wird am Grunde des Meeres in der Nähe von Junon ein rotes Light-U-Boot mit einer Ladung großer Substanz von getarnten U-Boot-Einheiten der Shinra begleitet. Wurde zudem bestätigt, dass auf dem Meeresgrund mehrere Minen gelegt wurden. Der Meeresgrund kann nur mit dem Sonarradarschirm der Shinra überwacht werden. Feindliche U-Boote können nur innerhalb des Ordnungsbereichs entdeckt werden. Bewege dich vor das feindliche U-Boot und docke an. Drücke die Viereck-Taste, um den Torpedo abzufeuern. Die Minen sind auf dem Radarschirm über den Anzeigen zu sehen.
Sehr vorsichtig, die Minen können großen Schaden anrichten. Ziel, versenke das rote Leit-U-Boot in der mit der großen Substanz. Zeitlimit 10 Minuten. Tipps, bewege dich vor das feindliche U-Boot. Sobald die Undock-Anzeige rot blinkt, öffne das Feuer. Wenn du den Feind aus den Augen verlierst, drück die R1-Taste und benutze den Radar. Okay, das kriegen wir hin. So, hinsetzen. Alles scheint bereit zu sein. Mission starten. Dieser Schalter? Haarschirm ein. Anzeigenmodus ändern. Gut. Dann wollen wir doch mal. Das Lustige ist, das Boot, das wir zerstören sollen, ist quasi hier direkt vor uns. Hallo? Nein. Was zum... Ah. Okay, das Tasten heißt hier doch vorwärts und nicht so nah. Na gut. So, ja, ja, ist gut. Ich will die da unten. Das da unten ist mein Ziel. Na komm, die anderen U-Boote sind mir vollkommen egal. So, Mission beendet. In 29 Sekunden und 10 Minuten habe ich Zeit. Ja. Man merkt, es ist nicht schwer, weil man hat halt das U-Boot direkt vor sich am Anfang. Ja. Ah. Geht doch. Schildere U-Boot erhalten. Yay. Uff, wir haben es geschafft. Die große Substanz müsste sich jetzt am Grund des Meeres befinden. Wir wollen die Suche fortsetzen. Achtung an alle Shinra U-Boot-Einheiten, bitte kommen. Achtung an alle Shinra U-Boot-Einheiten, bitte kommen. Hm, das muss von Shinra stammen. Bericht 2. Nummer 2. Ich habe das am Dock gesehen. Wir müssen um dieses U-Boot meinen. Okay, lasst mich mal. Egal. Hier Shinra 2, alles normal. Roger. Deine nächste Mission ist es, zum Unon-Dock zurückzukehren. Wir werden die große Substanz vom Flughafen transportieren. Alle anderen ohne Spezialaufgabe sollen, sollen sich zum Wachdienst melden. Das ist alles, Over und Ende. Flughafen Unon. Wenn wir uns beeilen, können wir es schaffen. Vergiss die große Substanz für einen Moment. Wir steigen auf. Aufstieg. Aufstieg. Meine Ohren. Ich will raus. Ich hasse das. Ich habe auch tiefer schon wieder mit normaler Stimme gesprochen, aber das ist mir egal. So, ja, da haben wir gerade eben schon was gesehen, was wir aktuell noch nicht sehen wollen. So, okay. Wieder ein U-Boot steuerst, okay, um einzusteigen und vorwärts bewegen, abbrechen, um auszusteigen, zu tauchen, zu treiben. Spieler können das U-Boot an Buchten wie dieser verlassen. Yo. So, dann wollen wir also nochmal nach Unon. Und dort auch nochmal nach oben. Das heißt nochmal 10 Gil bezahlen. Dieser Halsabschneider hier. Naja. Ja, 10 Gil, na gut. Schnell rein mit dir. Na gut. Kennen wir schon den Fahrstuhl. Nichts Neues mehr. Du mach hinne. Ganz ehrlich, ey. Wow. So, darf ich? Danke. Na dann. So, und Flughafen, ja? Also hier. Setz ich mal. Ja. Das ist gerade blöd. So ein bisschen. Wo fliegt der jetzt hin? Auch schon, wie er erstmal absackt. Bevor er dann wirklich losfliegt. So muss das aussehen. Oh nein, die große Substanz. Sollten wir nicht hinterher? Hey, wohin? Wohin? Wohin gehen Sie? Nach Rocket Town natürlich.
Ohne Erklärung. Naja, weil die Erklärung ist eigentlich recht simpel. Rocket Town steht eine Rakete. Die Rakete kann man mit großer Substanz beladen und gegen die Meteor feuern. Fertig. Weil das ist ja das, was sie machen wollen. So. Okay, ich schau gerade mal. Noch was nach nebenbei. Bitte. Ah ja, okay. Gut, dann weiß ich das jetzt auch wieder. Dann wollen wir doch mal Richtung Rocket Town. Und uns dort ein bisschen umschauen. Was da so passiert, ne? So. Beziehungsweise. Moment, da ich ja hier rüber muss. Ich werde mal einen kurzen Abstecher machen. Ich glaube, das kann ich jetzt schon tun, was ich machen, was ich jetzt tun möchte. So, einmal nach Nibelheim. So. Rein da. So, und zwar Tifas Haus. So. Dann hier nach oben. Oh. Na komm. So, Klavier spielen. Jo. Also, wie ging das nochmal? Hab's vergessen. So, okay. Ah, das war. Re, Mi, Do, Fa, Do, Re, Do. Ende. Ich habe diese Melodie schon mal gehört. Früher habe ich sie gut gespielt. Das war gerade tiefer. Ich habe die Noten für dieses Lied. Wie? Warte einen Moment. Da ist was in den Notenblättern. Tiefer, was ist nur mit unserer Stadt geschehen? War es also eine Illusion oder nur ein Traum? Nein, weder das eine noch das andere. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, Leute aus den Flammen zu retten, aber nicht die Stärke hatte. Voller Wut ging ich zum Reaktor, um Sephiroth zu töten. Aber er war nirgendwo zu finden. Stattdessen fand ich dich drin, zusammengebrochen. Dich zu retten war mir wichtiger, als Sephiroth zu verfolgen. Es waren noch andere dort, die am Leben waren, aber es gelang mir nur, dich zu retten. Als ich aus dem Reaktor herauskam, kamen gerade die Truppen der Shinra an. Ich erinnere mich, dass ein Wissenschaftler mit dem Namen Hoyo die Aktion leitete. Er befahl den Truppen, alle, die noch am Leben waren, für Experimente zu versammeln. Ich weiß nicht, was über was für ein Experiment er sprach, aber meine Lieblingsschülerin konnte ich ihnen nicht überlassen. Mit ihr über der Schulter ging ich den Berg hinunter zum Dorf, sprach den Heilzauber viele Male über dir aus, und das ist super, und ging nach Midgar, um nach einem Arzt für dich zu suchen. Ich mag diese Stadt nicht, aber meine Zauberworte helfen nicht. Also beschloss ich, nach Midgar zu gehen, um und einen Arzt zu finden, dem ich vertrauen konnte. Ich mache mir Sorgen um dich, aber ich kann mich nirgendwo lange niederlassen. Bist du wieder ganz gesund? Geht es dir gut? Frag mich, wie viele Jahre seitdem vergangen sind. Ich bin gerade wieder in der Stadt, aber ich kann es nicht glauben. Die Stadt ist wieder wie früher, bis auf diese komischen, schwarz gekleideten Wesen. Die Stadt ist voller Shinra, aber ich werde mich nicht mit ihnen anlegen. Du denkst vielleicht, dass ich mich für ihn fürchte, aber das ist es nicht. Ich möchte mit den Shinra nichts mehr zu tun haben. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bin sicher, du wirst diesen Brief finden. Und dieses Geschenk für dich. Es sollte dir nützlich sein. Ich kann nicht mal mehr springen. Aber ich hoffe, du wirst deine Fähigkeiten pflegen und dich an das erinnern, was ich dir beigebracht habe. An meine Lieblingsschülerin von Zangan. Endgültigen Himmel erhalten. Also endgültiger Himmel. Der letzte Limit von ihr. So. Okay, dann haben wir das schon mal. Wobei, ich glaube, ich habe noch keine Lust, mit der Story weiterzumachen, so wirklich. Nee, wir fliegen jetzt gleich nochmal nach Wutai. Denn ich glaube, jetzt mit der nächsten Limit-Ebene sollte Yuffie das auch schaffen.
Dort in der Pagode. Vor allem mit den Zaubern, die wir jetzt zur Verfügung haben. Und wir schauen vorher nochmal im Dachau-Gebirge vorbei. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Die Pagode wird dann wahrscheinlich in der nächsten kommen. Weil wir können jetzt im Dachau-Gebirge noch ein bisschen was machen. Jetzt, da wir die Leviathan-Schuppen haben. Oh yay, Backtracking. Gut. Na dann. Ich werde hier trotzdem vorher nochmal speichern. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass im Dachau-Gebirge jetzt irgendwas Dummes passiert. Sollte zwar nicht, aber hey, wer weiß. So. Speichern. So. Sehr schön. Haben wir das. Und gehen jetzt erstmal hier nach oben ins Gebirge. Okay, und hier muss ich jetzt auch wieder gucken, wo genau das war. Weil das weiß ich nicht mehr. Okay. So, den da hinten angreifen. Ist zum einen der nervigste und zum anderen dürfte der das meiste Leben haben von allen. Wow, das war ein Crit. Mit Sicherheit. Ja, Seide, mach mich doch langsam. Mistviech. Sehr schön. Und du auch weg. Sehr gut. So muss das sein. Okay. Den X-Trank nehme ich auch gerne an mich. So. Schauen wir doch mal, wo hier die Höhlen sind. Hier ist keine. Okay. Ich glaube, hier gibt es zwei Höhleneingänge, zu denen man hin kann. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo genau. Hier geht es, glaube ich, auch nur auf eine Hand drauf. Genau. Okay, also auch irrelevant. Was haben wir hier? Aha. Ja, okay. Ihr macht jetzt nicht wirklich was an Schaden. Von daher passt das. Alles in Ordnung. Da. Wow. Du greifst ziemlich oft an, kann das sein? Mistviech. Naja. Ja, der Schaden ist jetzt echt ignorierbar. So, dann machen wir hier oben einmal drumrum. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Das wusste ich auch noch. Hier hatten wir ja die Vipernhellebarde, glaube ich, ja. So, die Schuppe des Meeresgottes glänzt. Also die Leviathan-Schuppe. Ob da jetzt Schuppe des Meeresgottes steht, weiß ich nicht. Ja, aber damit können wir hier das Feuer eindämmen. Und das wollen wir hier auch komplett eindämmen, weil dort ist ein Item versteckt. Einmal hätte gereicht, um durchzukommen, aber wir wollen ja das Uritsuru. Oder Uritsuru. Muss es ausgesprochen werden? Uritsuru. Irgendwie sowas. So, hier auch nochmal. Und das müsste. Was ist das hier auch stehlen? Oder welche Substanz war das? Ja, auch stehlen. Okay. Das heißt, wenn man die im verbundenen Schlitz eingesetzte Substanz ausführt, dann wird dabei auch versucht, dem Gegner ein Item zu klauen. Was ich ziemlich nice finde. So, schauen wir hier oben nochmal nach. Nee, hier ist nichts. Okay. Und da unten ist auch nichts weiter, das weiß ich. Da geht's auch nur zu einer Hand. Gut. Gut, das war das eine Einsatzgebiet der Leviathan-Schuppen. Aber, wie gesagt, die waren praktisch. Definitiv. So, ach komm. Scheißen wir drauf. So, ja. Sag ich ja. Okay. Hallo? Danke.
So, dann wollen wir hier wieder runter. Weiter runter. Yeah, komm schon, danke. So. Dann schauen wir uns mal das Oritsuru an. Ob das eine ordentliche Waffe ist. Die ist nice. Die ist verdammt ordentlich. Wow. Die gefällt mir. Daran kann ich mich gewöhnen. So, dann kommt ja auch Phoenix noch mit rein. Auch wenn ich dadurch jetzt wieder weniger Leben habe. Aber das ist mir egal. Und als Zauber plus, warum nicht? So. Ich werde das jetzt eh gleich ein bisschen umräumen, offscreen. Weil ich ja jetzt eine Ausrüstung für einen Solo-Kampf brauche. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.